Du brauchst ein neues Notebook, einen neuen PC oder ein neues Smartphone. Und jetzt stellt sich die Frage, leasen oder kaufen? Was ist sinnvoller? In diesem Video schauen wir uns diese Optionen mal etwas genauer an. Bevor wir anfangen, hier kurz ein Disclaimer. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich kein Steuerberater bin und die in diesem Video präsentierten Informationen lediglich meine persönliche Meinung oder Erfahrungen widerspiegeln. Bitte konsultiert immer einen qualifizierten Steuerberater für spezifische Fragen oder individuelle Sachverhalte im Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten. Ja, finanzieren, kaufen oder mieten bzw. / leasen, was ist denn sinnvoller? Dazu muss man gleich mal sagen, dass die Punkte finanzieren und Barkauf, nenne ich das jetzt mal, also wenn man einfach kauft und den Rechnungsbetrag überweist, im Grunde genommen aus steuerlicher Sicht eher das Gleiche ist. Weil beides Mal geht das Gerät in den Besitz des Unternehmens über, also ist sozusagen ein Anlagevermögen. Also je nachdem, was es denn kostet, aber am Ende wird es ein Anlagevermögen sein, wenn wir jetzt hier von teuren Geräten wie zum Beispiel einem PC oder von, ja, zum Beispiel von einem iPhone oder sowas sprechen. Beim Leasen sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn hier mieten wir letztlich ein Gerät. Das bedeutet, es geht nicht in unseren Besitz über. Bis zum Jahr 2020 war das Thema auch noch ein bisschen, ich sag mal, heißer, weil man da ein Handy und einen PC nur auf 3 Jahre abschreiben konnte. Und das ist unter Umständen in der schnelllebigen Welt, jetzt gerade ein Handy, die meisten werden sich wahrscheinlich nach 2 Jahren ein neues Handy holen, ja doch ein Problem, weil man dann das Gerät noch abschreiben muss, obwohl man es ja so eigentlich gar nicht mehr nutzt. Deswegen wurde das auch angepasst zum Glück und man kann jetzt die Geräte innerhalb von einem Jahr abschreiben. Ein Punkt werden wir uns auch noch anschauen und zwar, was passiert denn nach der Mietdauer, wenn die Leasingrate bzw. der Leasingvertrag abgelaufen ist, bieten viele Anbieter hier auch nochmal die Option, das Gerät zu kaufen und meistens ist es auch so, dass das Gerät dann zu einem symbolischen Preis von 1 Euro gekauft werden kann. Und das ist ja auch eine interessante Sache, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte immer auf dem neuesten Stand sein und verkauft das Gerät dann einfach wieder nach der Leasingzeit, also sprich nach in der Regel 2 Jahren. Aber Achtung, wer hier Geräte als Unternehmer verkauft, der muss Gewährleistung geben. Also wenn man ein Leasing-Gerät, welches man erst auf 2 Jahre geleast hat, dann kauft und dieses dann an einen Privatkunden verkauft, dann sind wir in der Pflicht, dem Privatkunden 12 Monate Gewährleistung zu geben. Das ist ein Punkt, den sollte man auf jeden Fall beachten und der ist nicht ganz trivial. Dazu werde ich aber im Verlauf des Videos auch noch mal was sagen. Ich würde sagen, schauen wir uns zuerst mal die Vorteile von einem Firmenleasing an. Ein großer Vorteil ist, ich meine, es kommt immer ein bisschen auf die Leasingverträge an, die ihr abschließt, aber ich lease meine Sachen über Grover Business. Ich werde euch da auch einen Link in die Videobeschreibung packen. Die haben im Grunde genommen alles vom Smartphone über PCs, MacBooks und so weiter, also alles, was so im Bereich IT angesiedelt ist, auch Grafikkarten zum Beispiel. Also ich benötige ja für meine Videoschnittgeschichten eine sehr starke Grafikkarte und ich habe mir jetzt gerade aktuell eine RTX 4090 geleast und ich habe hier aber auch unsere iPhones sind hier immer geleast. Also wir arbeiten mit der Firma jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und ich muss sagen, wir sind wirklich höchst zufrieden. Also sowohl die Abwicklung als auch die Rückgabe der Geräte ist wirklich eine feine Sache und der Service, der hier rundherum geboten wird, ist eben auch eine gute Sache. Deswegen wird es jetzt hier bei den Vorteilen auch mal rund um das Thema Grover gehen, wobei das wahrscheinlich für die meisten anderen auch gelten wird. Also ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass die Abdeckung von Schäden auf ja 90% jetzt eben bei Grover, das dürften bei anderen aber wie gesagt ähnlich sein, gedeckelt ist. Das heißt, wir zahlen nur 10% der Reparaturkosten. Und jetzt in meinem Fall, wenn ich eine Grafikkarte kaufe, dann wäre das ja in der Regel, wenn hier irgendwas kaputt geht, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Garantiefall. Da spielt es jetzt vielleicht nicht so die ganz große Rolle, wobei natürlich auch der Service immer eine Frage ist. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Grafikkarte defekt ist und ich muss ja dann in der Regel das Ganze an den Händler schicken, wo ich das gekauft habe und es dauert dann eine Ewigkeit, bis ich dann wieder was zurückbekomme, weil der muss das ja im Zweifel auch wieder einschicken. Bei Grover ist es so, dass man hier auch einen Vorab-Austausch bekommen kann.
Das bedeutet, dass man eben ja nahtlos weiterarbeiten kann. Und das ist ja doch unter Umständen schon ein ganz großes Thema. Aber ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smartphone miete, das kann mir runterfallen, das kann irgendwie mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, dass es nicht mehr geht. Und dann kann das Ganze ja doch ziemlich schnell teuer werden, weil das Gerät gehört uns ja so nicht und von der Garantie ist sowas auch nicht abgedeckt. Und da habe ich den großen Vorteil jetzt beim Leasing, also wie gesagt, ich kann jetzt hier mal in erster Linie nur von Grover sprechen, dass die Kosten für Reparaturen zu 90% von Grover übernommen werden und man nur eine Eigenbeteiligung von 10% hat. Also jetzt mal im allerschlimmsten Fall, wenn so ein iPhone für meinetwegen 1000 Euro defekt ist, weil ich es habe runterfallen lassen, dann muss ich im Zweifel maximal im schlimmsten Fall 100 Euro für die Reparatur zahlen. Und das ist doch schon mal eine ganz feine Sache. Das heißt, auch diese Handyversicherungen, die ich mal prinzipiell eh blödsinnig finde, aber das ist vielleicht auch ein bisschen so Ansichtssache, solche Handyversicherungen wären dann auch unnötig und man kann sich da das Geld dann auch letztlich sparen. Dann ein weiterer Vorteil ist, dass man ja flexible Mietzeiten auswählen kann. Also in der Regel kann man so zwischen 6 und 24 Monate mieten, so 6 Monate, 12 Monate und 24 Monate ist meistens so die Abgrenzung. Und es ist halt doch schon sehr flexibel. Jetzt, wenn wir nochmal beim Beispiel Smartphone bleiben, dann mag vielleicht der eine immer das neueste Smartphone haben und er könnte dann zum Beispiel eine Laufzeit von einfach 12 Monaten wählen und hat dann so die Garantie, dass er sich immer wieder neues Smartphone holen kann, schickt das alte einfach zurück, muss natürlich darauf achten, dass das Gerät auch in einem guten Zustand ist, aber wie gesagt, durch diese 90% Übernahme der Kosten von 90% ist das Ganze ja relativ überschaubar, falls das Gerät doch einmal mehr als übliche Gebrauchsspuren haben sollte. Also bei üblichen Gebrauchsspuren sagt hier Grover nichts. Das ist wirklich eine feine Sache. Aber ansonsten, wer eben Wert darauf legt, immer die neueste Hardware zu haben oder das neueste Handy zu haben, kann über diesen Punkt wirklich hier sich gut abdecken und muss das Ganze nicht immer kaufen und dann wieder verkaufen. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, beim Verkaufen ist ja auch das Problem, dass wenn wir jetzt ein Smartphone wirklich kaufen, dann ist es ein Anlagevermögen. Und wenn wir das Ganze dann eben wieder verkaufen, dann müssen wir Gewährleistung geben. Und ich sag mal so, wer jetzt vielleicht nicht gerade ein Händler ist im Bereich IT oder Telekommunikation, der wird jetzt keine große Lust drauf haben, die Gewährleistung zu übernehmen, zumal man ja auch in aller Regel keine Herstellergarantie mehr hat. Das heißt dann letztlich auch, dass man für die 12 Monate halt in voller Haftung ist, wenn das Gerät kaputt geht. Und das ist wirklich was, das will sich wahrscheinlich keiner wirklich antun. Aber auch im Bereich PCs oder Notebooks ist es so, dass man jetzt zum Beispiel sich ein MacBook mieten kann oder irgendein anderes Notebook, das spielt da gar keine Rolle, und hier eine Laufzeit von 24 Monaten wählen kann. Und somit zahlt man, es ist am Ende ja eine Art, ich sag mal, Ratenzahlung, weil man die Kaufoption hat. Also sobald man das Gerät 24 Monate bezahlt, hat man ab dem 25. Monat die Option, das Ganze auch zu kaufen für einen symbolischen Preis von 1 Euro. Das heißt im Umkehrschluss auch letztlich, dass der Kaufpreis circa ein 24. pro Monat beträgt. Also es wird am Ende halt der Kaufpreis durch 24 geteilt und das ist dann die monatliche Rate, wenn man auf 24 Monate mietet. Würde man einen kürzeren Zeitraum wählen, dann verändern sich die Preise natürlich. Und das ist aber von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Mal ist es ein größerer Unterschied, mal ist es ein wirklich sehr kleiner Unterschied von vielleicht 1, 2 Euro. Das muss man halt selber immer so sehen. Was auch eine coole Sache ist in Sachen Flexibilität, man kann halt das Gerät auch länger mieten, wenn man jetzt zum Beispiel nur 12 Monate gewählt hat. Mal angenommen, man hat sich jetzt ein iPhone gemietet auf 12 Monate und das neue iPhone ist noch nicht draußen, dann möchte man ja jetzt vielleicht nicht unbedingt einen neuen Leasingvertrag abschließen, dann kann man ganz einfach das Gerät völlig unproblematisch weiter mieten und zum Beispiel erst zum 15. Monat zurückschicken. Man hat dann zwar ein bisschen höhere Kosten, weil ja beim Laufzeit von 12 Monaten die Kosten in der Regel ein bisschen, also die monatlichen Kosten ein bisschen höher sind, aber am Ende hält sich das wirklich in Grenzen. Was ich eben auch schon angesprochen habe, möchte ich vielleicht jetzt hier an dieser Stelle explizit nochmal erwähnen, dass, falls ein Defekt vorliegt, egal ob jetzt eigenverschuldet oder ein Garantiefall, das Ganze halt deutlich schneller abgewickelt wird,
als wenn man das Ganze gekauft hat. Na gut, bei Amazon, ich kaufe ja auch sehr viel bei Amazon ein. Da ist es natürlich auch sehr vorteilhaft, weil hier kann man in der Regel auch eine Vorablieferung bekommen, wenn was defekt ist. Aber das bieten halt nicht wirklich viele Händler an. Und das hat man hier beim Leasing eben schon, dass man einen Vorab-Austausch bekommt. Und das kann ja wirklich, wie gesagt, jetzt in meinem Fall, wenn meine Grafikkarte kaputt geht, dann habe ich echt ein großes Problem. Dann kann ich einfach nicht mehr arbeiten. Ich muss in der Woche circa 8 bis 10 Videos schneiden. Und aber nicht für mich nur, sondern eben auch für Kunden. Und das wiederum ist ja eine Einnahme. Und wenn ich hier 2 Wochen lang keine Videos schneiden kann, dann ist zum einen der Kunde knatschig, zum anderen verdiene ich in der Zeit kein Geld. Also das wäre, würde ich mal sagen, ein ganz, ganz großer Verlust. Und das sollte man auf jeden Fall immer beachten. Ich meine, beim Handy ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, es ist es vielleicht nervig. Aber es gab auch mal eine Zeit ohne Handys, die war auch gar nicht so schlecht. Und da hat es auch funktioniert. Aber jetzt, wie gesagt, in meinem Fall mit einer Grafikkarte oder mit einem Notebook oder mit einem PC oder was auch immer man sich mietet oder eben kauft, wäre das schon ein dramatischer Ausfall von Einnahmen. Und was man natürlich auch als letzten Vorteil nicht außer Acht lassen darf, ist eine bessere Liquiditätsplanung. Also es macht natürlich schon einen Unterschied jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ob ich eine Grafikkarte für 1.800 Euro kaufe oder ob ich eben diese lease und jetzt so zum Beispiel in dem Fall innerhalb von 24 Monaten pro Monat circa 65 Euro netto zahle. Am Ende, also diese 1.800 Euro waren, ich glaube 1.750 Euro ist der Bruttopreis dieser Grafikkarte, wenn ich die denn so im freien Handel kaufe. Und ich habe mir das einmal ausgerechnet. Ich glaube, ich zahle am Ende 50 Euro mehr, wenn ich das Ganze auf 24 Monate miete, gegenüber dem Kauf. Also das ist wirklich ein sehr geringer Anteil, den ich da mehr zahle. Ich meine, klar, die Unternehmen wollen auch ihr Geld verdienen, aber eben auf Hinblick dessen, dass die Schäden abgedeckt sind, finde ich das einen absolut fairen Deal. Und wenn man eben sowas auf kürzere Zeit mietet, dann bleibt man eben auch flexibler und kann schnell auf gewisse Dinge reagieren. So, was sind denn die Nachteile beim Leasing? Gibt es natürlich auch Nachteile, wo Schatten ist, wo Sonne ist, ist auch meistens Schatten. Und da hätten wir zum einen eben, was ich gerade schon angesprochen habe, dass die Kosten natürlich etwas höher sind, wenn man jetzt mal rein nur den Kaufpreis sieht, gegenüber dem Kaufen. Das verhält sich dann ein Stück weit ähnlich wie beim Finanzierungskauf. Man hat halt letztlich seine Rate, die man monatlich zahlt. Nur beim Finanzierungskauf ist halt der Unterschied, dass hier auch Zinsen explizit ausgewiesen werden, während beim Leasing das halt nicht so ganz transparent ist, was denn hier jetzt Gebühren und was denn am Ende ja die Leasingrate ist. Aber jetzt in dem Fall auch nochmal bei Grover kann ich sagen, dass der Unterschied zwischen Kauf, also wenn ich es irgendwo im Internet kaufe, ein Produkt, und dem Leasing der Unterschied nicht allzu groß ist. Einerseits ist man natürlich flexibel, weil man schnell auf Veränderungen reagieren kann. Andererseits hat man aber dennoch das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gerät auf 24 Monate miete und es jetzt meinetwegen ein teures Gerät ist, dann muss ich halt auch diese 24 Monate einhalten und ich habe keine Möglichkeit, das Gerät zu verkaufen. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, hier schnell liquide Mittel zu schaffen. Das sollte man am Ende des Tages natürlich auch berücksichtigen. Und was auch noch ein Punkt ist, nachdem das Ganze beim Leasing nicht als Anlagegut in Firmenbesitz übergeht, muss man hier darauf achten, dass man eben gegenüber Banken weniger Anlagegüter hat. Und es kann halt unter Umständen, wenn es um Kreditvergaben geht, auch ein Punkt sein, wo die Banken sagen, ja gut, da ist zu wenig Sicherheit da und wir können einen Kredit so jetzt nicht gewähren. So, eigentlich wollte ich noch einen Punkt weiter ausarbeiten im Bereich Leasing, und zwar bei den Bereichen oder bei dem Punkt Vorteile. Allerdings muss ich jetzt leider dazu sagen, dass ich hier noch keine letztlich schlüssige Antwort bisher erhalten habe. Ich warte da noch auf Antwort. Ich werde die auch nachreichen, sobald ich diese habe. Aber was mein Gedankengang war, und zwar geht es hier letztlich um diese Gewährleistung dieser Problematik, war nämlich folgender. Wenn man die Produkte jetzt meinetwegen auf 24 Monate mietet oder liest, dann ist es ja so, dass man nach diesen 24 Monaten eben die Möglichkeit hat, das Gerät für einen symbolischen Euro abzukaufen. Und mein Gedankengang dazu wäre gewesen, dass man das Ganze eben als Privatentnahme bucht, also sprich,
wenn man diesen einen Euro zahlt, dass man diesen einen Euro als Privatentnahme bucht und somit die Grafikkarte einen direkt als ja, Privateigentum oder ins Privateigentum übergeht. Und wenn man dann diese Grafikkarte zum Beispiel jetzt in meinem Fall verkauft, dass diese dann eben als Privatverkauf oder dieser Verkauf als Privatverkauf stattfindet und man dann aus dieser Gewährleistungsgeschichte raus ist. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen recherchiert. Ich bin auch mit meinem Steuerberater in Kontakt, aber das ist jetzt wohl keine ganz so triviale Frage, weswegen hier noch Rücksprache gehalten werden muss. Ich habe auch schon ein Forum reingeschrieben, aber auch noch keine richtige Antwort dazu bekommen. Also ich kann jetzt momentan noch nicht so genau sagen, ob diese Einschätzung realistisch ist oder ob das steuerliche Relevanz hat, dass es zum Beispiel ein geldwerter Vorteil ist, der dann letztlich auch wieder versteuert werden müsste. Das kann ich leider jetzt zu diesem Zeitpunkt eben nicht einschätzen, aber ich werde euch als angepinnten Kommentar, sobald ich hier was dazu in Erfahrung gebracht habe, ja, das Ganze dann auch entsprechend nochmal nachreichen. Die Vorteile und Nachteile bezüglich des Barkaufs oder Finanzierungskaufs möchte ich vielleicht auch nochmal ganz kurz ansprechen. Also am Ende ist meiner Meinung nach ein reiner Finanzierungskauf kein Vorteil, weil man hier einfach höhere Kosten hat. Der einzigste Vorteil ist vielleicht, dass man die Produkte eben, wenn sie recht teuer sind, so letztlich in Raten zahlen kann, aber halt zum recht hohen Preis letztlich die Zinsen eben. Und man hat halt in Anführungszeichen den Nachteil, dass man jetzt nicht so direkt die Flexibilität hat, dass man eben kürzere Laufzeiten zum Beispiel wählen kann, wie beim Leasing, und dann das Gerät eben zurückschicken kann. Und man hat halt auch das Problem bei Finanzierung und bei Barkauf, dass die Garantie halt über den Hersteller abgedeckt werden muss. Meistens es ja auch nur ein Jahr Herstellergarantie gibt und das zweite Jahr dann aufgrund der gesetzlichen Grundlagen hier in Deutschland der Verkäufer übernehmen muss. Und das wird in der Regel, ja, ist es immer ein bisschen eine Schwierigkeit mit Garantiefällen. Und wenn man eben einen selbstverschuldeten Schaden hat, na, dann bleibt man eben darauf selber sitzen, was man vielleicht mit der ein oder anderen Versicherung abdecken könnte, die ja dann aber wieder weitere Kosten verursacht. Und da sind wir dann eigentlich beim Leasing schon wieder in ganz anderen, ja, Preisen unterwegs. Das heißt, das Leasing wird da dann tatsächlich deutlich günstiger, wenn man eben noch die Kosten für eine Versicherung mit reinberechnet im Schadensfall. Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, meine Aussagen hier betreffen jetzt tatsächlich nur den Bereich IT, sage ich mal, aber nicht den Bereich Kfz-Leasing. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Dazu möchte ich auch nicht viel sagen, beziehungsweise eigentlich gar nichts, weil ich mich da nicht wirklich mit auskenne. Und von daher müsstet ihr im Bereich Kfz-Leasing natürlich jetzt nicht dieses Video hier als Referenz nehmen, sondern da auch mal mit eurem Steuerberater sprechen, weil das ist eine ganz andere, komplexe Hausnummer, weil man da ja die gefahrenen Kilometer oftmals Beschränkungen hat, beziehungsweise, ja, also Kfz, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und da geht es ja auch um ganz andere Summen. Da reden wir jetzt nicht von 2.000, 3.000, 4.000 Euro, sondern da reden wir ja von ein paar zigtausend Euro. Also da lasst euch unbedingt von eurem Steuerberater umfangreich beraten. Jetzt würde mich noch eure Meinung interessieren. Liest ihr lieber Geräte oder kauft ihr sie lieber? Und habt ihr vielleicht auch schon Erfahrungen mit Leasingunternehmen im Bereich Hardware? Kennt ihr vielleicht sogar Grover? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.